Hi zusammen. Heute nur ein ganz kleines Video darüber, was man. Ich bin auch noch ein Schwachkopf, aber egal. Also im Prinzip habe ich gerade eben einen neuen Abgastester bestellt für die Werkstatt. Und zwar hatte ich meinen alten Bosch-Tester damals vor meinem Unfall verkauft. Dann hatte ich ja 4 Jahre sozusagen Pause, weil ich nicht einsatzfähig war. Jetzt wollte ich wieder einen bestellen. Die alten Bosch-Tester werden mittlerweile für 600 bis 1000 Euro gehandelt, was absolut nicht akzeptabel ist für so ein altes Ding. Obwohl die nicht schlecht sind, aber es ist einfach wahnsinnig überhöht, der Preis. Und zwar habe ich dann getestet kurzfristig einen von IM Abgastechnik. Irgendwie hatte ich im Internet gekauft, ist aber nicht geeignet für Motorradwerkstätten. Also das Ding ist genau, das will ich nicht sagen, aber so langsam, da kann man nicht mitarbeiten. Also ein Gelegenheitsschrauber, der einmal im Jahr irgendwie ein Motorrad einstellen will und möglichst keinen Vierzylinder, der die Nerven hat und so, das mag gehen. Aber für einen normalen Werkstatteinsatz im Alltag absolut nicht zu gebrauchen. Gut, dann bin ich irgendwie auf specialbikeparts.de gekommen, die Website special-bike-parts.de. Die bieten da welche an, in verschiedenen Ausführungen. Ich habe jetzt bestellt einen MWT202S, der hat 2 Abgaspumpen, wie der andere, wie die einfache Version im Prinzip wohl auch im Moment schon immer hat. Aber diese Pumpen sind speziell ausgewählte schnelle Pumpen und deswegen ist der halt ein bisschen fixer noch in der Messung, sage ich mal. 1-2 Sekunden schneller als die andere Version, die auch 2 Pumpen hat, aber eben mit ausgewählten Pumpen. Dadurch, dass da wohl eine relative Leistungsstreuung drin ist, sage ich mal, werden da die besten Pumpen für ausgesucht, so wie ich das gehört habe. Und den habe ich jetzt bestellt, der wird in den nächsten Tagen kommen. Dann packen wir den schön aus und probieren dann in der Werkstatt an der 3LE FCL1000, die ich gerade hier habe, gleich dann mal in der Praxis aus. Ja, so viel nur dazu heute. Mehr passiert jetzt hier nicht. Ich wollte es nur ankündigen und wenn das Ding dann kommt, dann wird da ein schönes Unboxing-Video gemacht mit dem ersten Praxistest. Das Gerät sieht gut aus, sage ich mal. In der Größe dürfte es etwa so sein, also von den Bildern hier mal geschätzt, etwa wie diese Bosch-Tester, die es eben mit Analog- und Digitalanzeige gab. Es ist mit Batterie zu betreiben, also mit 12 Volt und eben mit Netzstrom. Ja, und dann schauen wir mal. Gut, so viel erstmal dazu. Mehr wird heute nicht passieren. Ich habe heute nämlich nur mehr einen Aufräumtag überall im ganzen Haus und in der Werkstatt. Bis dahin und so, der Dirk war's, ne? Ciao, ciao. Ja, ich hoffe, der Ton geht. Ich nehme extern auf. Mein Drucker läuft, hatte ich vielleicht schon erwähnt, weiß ich nicht. Der 3D-Drucker druckt hier gerade geile Messerscheiden. Aber so viel nur am Rande. Wer also ein Gerber LFM2 Messer hat, für den baue ich ganz geile Messerscheiden, in denen das Messer upside down getragen wird und das auch viel zierlicher und leichter ist als diese Originaldinger, diese riesigen. Gut, jetzt reicht's aber wirklich für heute. Tschüssi, der Dirk war's. Bye bye.